Hallo, hier seht ihr einen Stirling-Motor, ein sogenannter Beam-Stirling. Den befeuere ich nun mal. Aufgebaut ist das Modell auf einer Carrara-Marmorplatte. Die einzelnen Bauteile sind alle aus Messing gefertigt. Das Besondere ist der Arbeitskolben, der ist hart verchromt und aus Messing, genau wie der Arbeitszylinder. Und deshalb ist die Wärmeausdehnung exakt gleich und das Kolbenspiel bleibt auch über den gesamten Erwärmung gleich. Der Brenner fasst ca. 40 Milliliter Bioethanol. Mit dieser Menge wird eine Laufzeit von ca. 5 Stunden erreicht. Er wird sehr sparsam befeuert, weil die Bewegungen bei dieser Drehzahl noch am besten zu beobachten sind. Ich entnehme mal den Brenner. Das Modell wird wohl noch kurzzeitig nachlaufen. Danke fürs Zuschauen.